Hallo. Hi. Wer sind Sie denn? Ich bin fertig mit der Welt. Mir ist sau heiß. Ich suche noch Wasser. Beim Unterwasserdetektor. Ich glaube, wir haben mal 33 Grad, oder? Ja. Kann noch ein bisschen wärmer sein. Ich friere jetzt noch ein bisschen. Boah, hab ich schon fast noch einen Herzinfarkt gehabt, wo ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Kompletter Koller her. Also, heute kann es wirklich sein, dass ich wegschmilze. Und Alter, riechst du noch Sonnencreme? Du bist sicherlich so eingeölt, du kannst dir das ganze Fell durchrutschen, oder? 1 zu 1. 1 zu 1, dann flutschen sie mal. Wird jetzt irgendwas richtig sagen, oder wer? Was die Leute auch interessiert. Ja, wir drehen heute eine kurze Folge mit mir und mit Martin. Der kommt später noch. Weil unser Kameramann am Sonntag keine Zeit hat. So schaut es nämlich aus. Jetzt muss ich da bei 50.000 Grad Außentemperatur da zotteln. Na, Spaß. Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich beim ersten coolen Fund. Wenn wir machen. Es tut mir jetzt wirklich leid, ich habe gesagt, das ist ein Scheißsignal. Geht auf meine Kappen. Aber man sieht schon, dass es noch voll ist. Eine. Mach ich kurz wieder sauber. Silberkette. Wo mein Anhänger drauf waren, wo es gerissen ist. Silber. Das kann nur scheiße werden. Ja, genau. Ist aber ein cooles Teil. Schau ich gerade, ob man irgendwo einen Stempel noch sieht. Aber das, der Vorteil von der Kette geht halt einfach mal ab, gell? Aber Silver in the pocket. Reich, endlich reich. Nie wieder arbeiten. Und was für ein Pelz haben wir da eigentlich? Oder was erwartest du da so? Also ich warte mir eigentlich wirklich eine Silberkette. Ich warte schon so lange drauf, ich habe schon Ewigkeiten keine mehr gefunden. Vielleicht ist da der Rest von meiner Silberkette. Das wird schon funny, oder? Life is life. Ja, da ist der Rest schon her. Also immer noch nicht der ganze Rest, aber... Ey, ohne Scheiß, das ist ja geil. Nicht allzu groß. Hoffentlich, dass jetzt einfach kein Alunit ist. Das war wieder sehr undankbar. Jetzt ist es nicht mehr ganz so schön. Vielleicht haben wir es jetzt auch schon ein bisschen bewegt. Nee. Schau her, das ist Silbermünzen. Das ist jetzt aber krass. Holy shit. Die ist richtig geil. Das war ein Randsignal. Ein Alp. Kenne ich gar nicht die Silbermünzen. Ein Alp. Jetzt rein wir nicht weiter drum, aber die schaut richtig sexy aus. Sagst du? 1670. Hey, die ist richtig süß. Geil. Habe ich noch gar nicht gefunden, die Münzen. Alp. Albus gibt's. Albus kenne ich, aber Alp. Vielleicht ist das so eine Abwandlung von der Münzen. Wir machen es sauber. Und dann blenden wir es eigentlich nochmal scharf am Ende vom Video ein. Geil. Das hätte jetzt gar nicht geklappt. Jetzt bin ich richtig happy. Es wird immer besser. Also wenn man jetzt das sieht, also wir haben jetzt das Stück abgegangen, kann man jetzt eigentlich schön sehen, von da herum bis zum Weizenfeld, ja. Und wir haben jetzt insgesamt 3 Signale gehabt. Also das ist jetzt das dritte. Okay, das ist weg. Da ist.
Schau mal, wir haben halt mitten im Moos heraus, also eigentlich früher, wo kein Weg und sowas war, weil wir eigentlich auf der Suche nach so bronzezeitlichen Sachen sind. Das Geile am Moos ist auch noch das zusätzlich, wenn da Münzen erinnert liegt, dass die halt einen mega Haltungszustand haben. Und dieses Mal ist es Müll. Dann kann ich jetzt mehr selber finden, oder? Zweimal Müll. Aber Müll in einem mega Erhaltungszustand. Müll in einem mega mäßigen Erhaltungszustand. Oberklasse. Oh. Ja, aber sag einmal, was erscheint denn da hinten am Horizont? Der Mieslinger, der beste Mann. Übrigens hat er jetzt ein neues Kaffee. Ein neues Kaffee hat der? Ja, das hat er mir zugeschickt. Feier dich ja voll. Ich hoffe, dass es Otzung hat. Irgendwann ein Mittler mit einem gehabt hat. Na, Spaß. Dupsi, dupsi. Ach, Dominik, du wirst es nicht glauben, was wir da gefunden haben. Müll. Aluminium. Ja, geil. Greenpeace liebt uns. Jawohl, die Erde ein bisschen sauberer gemacht. Und jetzt singst du Martin sein neues Lieblingslied. Du wirst der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war. Mieslinger kennt die Gefahr. Da-da-dam. Also es ist, der Typ ist ja nur noch geil. Schau dir mal den geilen Hut an. Wo hast du denn den Hut her? Geil, ne? Alter, bist du ausgerüstet. Nie wieder Sonnenbrand. Mieslinger Martin kennt jede Gefahr. Mieslinger! Ich spitze nur. Komm, schnapp sie dir. Herr Wieslinger, der Hut ist dermaßen oberaffen geil. Geil, gell? Ohne Scheiß. Schaut's einmal an, Freunde. Jetzt bei wenn ihr einen Sonnenbrand im Knack gehabt, Internet googelt, das ist dabei rausgekommen. Super Teil. Mit der Mütze kannst du sofort in die Sahara und warst 3 Wochen lang überlebensfähig. Nur wegen der Mütze. Nur die Mützen. Hast du was gefunden, Martin? Geiler Stoff. Gibt jetzt von da vorne bis da hinten. Absolut. Hey, ich habe jetzt 5 Signale gehabt. 5, ja? Ich gebe dir einen Tipp, da 6 Signale waren es. 4 Mal war Müll, es bleibt 2 übrig. Oh, Pfeilspitzen? Nein. Ein Mittelalter, meinst du? Nein, 2 Mal. Also zwei, eine Silberkette und. Raketen? Ja, da. Alter Schwitz, den habe ich aber auch gefunden gehabt schon mal. So, ein Gliederzeigel da. Und jetzt kommt die geile Silbermünzen. Oh, Spritze auf, was der Geier, was ist das? Albus, glaube ich. 1629. So habe ich noch nie gesehen. Das war mir erst halt. Also bei dem Signal ist irgendwie alles dabei. Da pfeift es in sämtliche Richtungen, hell, dunkel. Also entweder das ist ein mega Hortfund oder es ist ein richtiger Ramsch. Okay. Über die Münzen. War das jetzt das Signal oder wie? Das kann ich fast nicht glauben. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also keine besonderen Münzen, 10 Pfennig noch in der Mitte auseinandergehauen. Jetzt pass mal auf, ich werde da noch mehr essen. Ja, gut, das gibt es nicht, das ist so gescheitert. Okay, anscheinend war es doch. Okay, also 10 Rentenpfennig. Deutsches Reich zerlegt. Der Flexus Maximus Münzus. Herr Mieslinger, was meinen Sie? Ist das da hinten der Weltuntergang? Ja. Der Sonnelgott, der möchte uns bestrafen, weil wir so viele Pfeilspitzen gefunden haben in letzter Zeit. Der möchte uns jetzt gerade mit Donner und Blitz richtig niederstrecken. Ich bin als Blitzableiter halt dabei übrigens, damit der Martin weiter suchen kann. Weil da kommt jetzt dann gleich richtig übel, ne? Aber hier sind wir sicher, oder? Ja, Blitzableiter ist dabei. Da. Und Strommasten. Vielleicht das letzte Signal des Tages, weil es schaut schon gar nicht mehr gut aus. Ich verstehe dich nicht! Ich hab Angst! Damit ich hier so verhungst.
Und wenn ich sterbe, dann mit dir. Eine wunderhübsche Kupfermünze aus 1800, sag ich mal. Hey, es ist jetzt echt schon saudunkel, gell? Ja, ich darf empfehlen, dass wir uns bekübeln. Nur die Harten haben den Garten, Dominik. Und nur die Härteren bekommen die Gärtnerin. Und das wirst du immer merken. Wir können jetzt ja nicht nach 5 Minuten, sondern die Folge abbrechen. Was sollen die Leute von uns singen? Das sind Weicheier oder sowas. Ha, wir nicht, wir haben die Harten, Jungs. Was denkst du? Vom Parkobjekt ist nicht, also alles, glaube ich jetzt einmal. Aber ich möchte jetzt auch nicht meinen Eifer wecken. Ja, was meinst du, was ist? Man sieht, dass Alu ist, oder? Ja, stimmt halt. Also Edelstahl-Ding. Irgendein Dix, ja. Oh, ist schon gescheit klar, das Signal, gell? Schwein, weil so ein Löffelteil her. Alter, ja. Alter Schwede, das ist aber kein Aluteil. 50. Oh, oh Mann. Zeig mal eine dicke Silbermünzen. Ne. 50, geil. Kurz zensieren. Krawall hacken. 50 Reichspfennig. Mhm. 1941. Oh Mann, und ich habe jetzt gemeint, da kommt jetzt das super duper Fund. Ja, ich habe mich schon gefreut, was da rausgekommen ist. Ja, ich habe mir gar nicht gedacht, wir müssen uns mal nicht rausziehen. Wir verlieren mal Martin. Da vorne? Ja. Ja, na, der kommt wieder. Es ist hier eine Schlitzhose, wa? Wunderhübsch. Übrigens, muss ich euch noch erzählen, ob ich lachen müssen. Wir haben ja noch nicht Kinder in Sachsen, sondern schaut es euch mal an. Wir haben die Folge, weiß nicht, ob ihr es jetzt schon gesehen habt, die müsste eigentlich vor der Folge rauskommen. Auf jeden Fall haben wir so viele Pfeilspitzen gefunden und dann habe ich mir das so gezeigt. Und er so, ja, die müssen ja die Dinger hier angesät haben, damit hier Kanonenkugeln draus werden und Speerspitzen. Die haben sie bloß zu wenig gegossen. Aber ich schon ein bisschen lachen müssen, ne? Geiler Typ. Ich kann es nicht sogar drüber bringen wie er, aber das war echt lustig. War wirklich lustig. Haha. Haha.